Ramadan Tag 14. Wir kochen ja zum Glück, haben wir jeden Tag was anderes und ich habe immer noch gut, meine ich habe vor ein paar Tagen habe ich so eine Liste gemacht, ich habe immer wieder was dazu geschrieben. Ich habe echt noch gut Sachen noch, die ich noch mit euch noch kochen werde. Auf jeden Fall gibt es heute Tüdelü. Tüdelü ist auch wieder so ein türkisches Gericht und ist eigentlich so, ich weiß nicht genau, wenn ich was falsch sage, dann korrigiert mich immer, ne? Ich bin ja keine Türkin, ich mache immer so, wie ich das so von anderen gelernt habe und so bei anderen gesehen und bei Schwiegermama und Schwägerin und so weiter. Auf jeden Fall ist das immer so ein Gericht, was halt alles beinhaltet, was man so da hat. Fleisch, Gemüse, wird alles schön angebraten und meistens macht man das auch im Ofen. Also, dass man zum Beispiel alles anbrät, in den Bräter tut und dann im Ofen schmoren lässt. Ich mache das ganz oft im Römertopf. Heute mache ich es aber ganz klassisch auch wieder in meinem Gusseisentopf einfach. Dann gibt es als Vorspeise eine Champignonsuppe, eine so Gemüse-Champignonsuppe nenne ich es jetzt mal. Keine Champignon-Cremesuppe, sondern eher so eine gemüselige, so wie ich sie am liebsten immer mag. Auch mit ganz viel Sellerie drin. Dann gibt es auch wieder einen Salat. Und Nachtisch schaffe ich wieder nicht. Ihr seid schuld, dass ich die Nachtische nicht schaffe. Ne? Ich habe bis vor kurzem noch das Video zu Ende geschnitten, was gerade hochlädt. Also ja, gut. Wir haben noch ein bisschen Fertigkuchen im Kühlschrank. Den gibt es dann heute wieder, aber inshallah schaffe ich morgen mal endlich wieder. Ich habe selber Lust, ich habe die ganze Zeit Appetit auf ein Tiramisu zum Beispiel. Ich will ein Tiramisu machen. Eigentlich geht das ja alles schnell, aber es nimmt halt doch alles immer irgendwie ein bisschen Zeit in Anspruch, beziehungsweise der Tag fliegt sehr schnell, die Zeit rennt sehr schnell. Wie ich auch schon öfters erklärt habe, bin ich ja meistens immer von Sahur, also die Zeit, wo wir bevor die Dämmerung, Morgendämmerung beginnt, aufstehen zum Frühstücken, zum Essen und zum Trinken. Und dann können wir immer so, jetzt mittlerweile ist es knapp 3:30 Uhr irgendwas, so die Zeit, wo wir dann aufhören zu essen und zu trinken. Dann warten wir noch kurz auf das Morgengebet, dann beten wir und dann gehen meistens alle nochmal schlafen, außer mir. Da fange ich nämlich immer schon an, eure Videos zu schneiden. Eure Videos zu schneiden. Bin dann meistens wach, so bis 8 Uhr. Und leg mich dann eben nochmal hin, so bis 11 Uhr. Und deswegen, und dann bin ich aber aufgestanden. Ich habe es nämlich nicht geschafft, fertig zu schneiden, weil ich parallel noch was anderes schneiden musste. Und dann, ja, habe ich nochmal bis 14 Uhr ungefähr geschnitten und dann noch ein paar andere Sachen gemacht und so. Und, ah, und zack, und ist es 17 Uhr. Legen wir los mit dem Kochen. Für das Tüdelü werde ich jetzt so mageres Rindfleisch verwenden, aber ihr könnt da jegliches Fleisch nehmen, auch Hähnchen oder was auch immer. Dann mache ich ein paar Kartoffeln rein, dann Champignons. Ich werde jetzt nicht alle benutzen, ein Teil ist ja für die Suppe. Dann habe ich hier grüne Spitzpaprika, Karotten, Zwiebel, Knoblauch. Dann kommen Auberginen rein. Ich habe hier noch eine frische Chili kommt rein und Spitzpaprika. Ihr könnt aber noch viel mehr reinmachen. Hätte ich jetzt noch Zucchini, würde noch Zucchini mit reinkommen, haben wir jetzt aber nicht da. Das reicht für das heutige Tülle. Jetzt erstmal alles klein schnippeln, Würfel, Größe und dann wird alles schön angebraten. Für die Champignon-Gemüsesuppe braucht man natürlich Champignons, am besten braune, aber ich hatte jetzt nur weiße da, geht natürlich auch. Dann könnt ihr Suppengrün und sowas reinmachen, müsst ihr auch nicht. Ihr könnt einfach auch nur Zwiebel zum Beispiel reinmachen. Aber ich mache statt Zwiebeln mache ich Lauch mit rein, Stangensellerie, Miriams Lieblingsgemüse muss natürlich mit rein. Ein bisschen Karotte und Pastinake habe ich noch da. Dann wird das Ganze schön klein gewürfelt, angebraten, eine kleine Mehlschwitze machen wir, zeige ich euch alles. Danach wird das mit Gemüsebrühe aufgegossen, ein Klick Sahne kommt zum Schluss rein und frische Petersilie. Ihr könnt aber auch frischen Dill nehmen, wenn ihr mögt. Das ist das alles für die Suppe. Jetzt wird aber erstmal das hier gebraten, weil die anderen Sachen gebe ich jetzt rüber und dann können nämlich die Kids das jetzt auch schälen. Ich brate als allererstes das Fleisch an, damit das auch schön rostet.
einfach alles schön anbraten. Ich gebe hier jetzt noch frischen Thymian und die frische Chili mit rein. Und dann fehlt nur noch die Paprika und die Kartoffeln. Also klassisch ist es so, dass dieses ganze Gemüse eigentlich so zusammen frittiert wird und dann zusammenkommt. Aber das ist natürlich eine sehr fettige Angelegenheit. Wir braten einfach alles sehr schön an. Wir braten dazu natürlich wieder Paprika, Tomatenmark mit an. Etwas von meiner Gemüsepaste. Einen kleinen Klecks. Wir können das Ganze schon mal würzen mit Salz. Ich mag dazu ganz besonders so eine Gewürzmischung, die Ras El Hanout Gewürzmischung, die mag ich sehr, sehr gerne bei solchen Gerichten. Jetzt geben wir nur noch so einen ganz kleinen Klecks Wasser. In meinem Gusseisentopf, da entweicht eh nicht so viel Flüssigkeit, deswegen so ganz wenig, dass da so ein bisschen Soße entsteht. Oh, noch ein kleiner Schuss. Und jetzt schalten wir den Herd runter. Das darf jetzt bei ganz niedriger Stufe einfach in Ruhe vor sich hinschmoren, bis es ans Fastenbrechen geht. Für die Champignon-Cremesuppe habe ich jetzt etwas Butter und Öl geschmolzen. Hierin brate ich jetzt einmal das Gemüse. Und zwar hier mit Karotten, den Sellerie, Pastinake. Spitze ich alles ein bisschen mit an. Als Salat gibt es heute so einen Karottensalat, eben mit fein geraspelten Karotten, hier ein bisschen Romasalat, Lauchzwiebeln und Radieschen. Vielleicht tue ich noch Rotkohl mit rein. Ich schaue mal erstmal, mache ich das alles klein und dann schaue ich mal, wie viel das ist und gebe eventuell noch Rotkohl mit dazu. Mais gebe ich sehr gerne mit dazu, habe ich jetzt aber keinen mehr da, aber passt sehr, sehr gut dazu. Und am Ende kommt auch noch frischer Dill hinein. Wenn das Gemüse schön angebraten ist, geben wir jetzt auch schon die Pilze dazu. Die braten wir auch noch mit. Wenn dann alles schön angebraten ist, Moment, das hört. So, wenn alles schön angebraten ist, geben wir dann etwas Mehl hinzu, um eine Mehlschwitze zu machen. So, dann braten das auch noch etwas mit an. Wir können hier jetzt auch schon die Gemüsebrühe dazugeben, beziehungsweise bei mir die Gemüsepaste. Und gießen das Ganze mit kochendem Wasser auf.
Gewürzt wird das Ganze mit Salz und Pfeffer. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal weichköcheln. Das Messer ist langsam stumpf geworden. Das muss man einfach mal schärfen. So, wir machen jetzt einen Becher-Dessert mit diesen Schokoküssen und Oreos. Und machen Mascarpone und. Nee, Quark, keine Mascarpone. Quark. Sahne? Nein, das war nur Quark und die Schokoküsse. Ja. Weil die sind ja extrem süß und der Quark mildert ja das Ganze. Upsie. So. Ja, so geht's auch. Genau. Und zwar machen wir von den Schokoküssen einfach hier die Waffel ab und die Schokoküsse rein. Die Waffeln können wir später essen. Ich komme als Deko. Ja, mach hier rein. So. Einfach, die gehen ganz einfach ab. So, und die Schokoküsse rein. Ja, das ist ein Dessert, was sich Kinder so ausgedacht haben und was sich Kinder so machen, ne? Ist nicht nach meinem Geschmack so eine sowas. Aber lassen wir mal die Kinder machen. Aber du hast davor eigentlich immer so eine Fruchtschicht gemacht gehabt, ne? Nein, bei denen nicht. Doch, nein. Da hast du Erdbeeren gemacht. Kleine Stücke. Ja. Nein, bitte keine Erdbeeren. Halt doch. Oh nein. Ach, Mette. Nee, jetzt ist vorbei. So, dann einfach die Kleinhörnchen. Ich will auch. Kann ich auch einmal? Oh, das sieht ja auch an. Ich auch. So sollte das aussehen. Und dann machen wir da jetzt zwei Packungen Quark, 500 Gramm Packungen. Der Quark mildert zumindest ein bisschen diese Süße dieser Schokoküsse. Dann ist das auch ein bisschen erträglicher, diese Zuckerbombe, weil Schokoküsse und auch noch Oreo-Kekse, also noch süßer geht's nicht. Wir nehmen einfach trotzdem die aus dem Gefrierfach, die gefroren, und machen trotzdem diesen Spiegel. Oder wir haben ja noch über was. Du machst davon was rein. Von der Masse. So, wir haben hier noch von letztem Mal, von dem anderen Becher-Dessert, den Fruchtspiegel. Der ist auch noch flüssig. Den benutzen wir jetzt einfach. Und jetzt machen wir die Kekse klein. Und die Kekse werden auch nochmal von. Die können wir nicht. Nee, die werden jetzt einfach so klein gehackt. Warte, machen wir mal mit. Warte, ich weiß nicht, ob wir alle benutzen. Also. Noch eine von da kannst du rausnehmen. Hier. Einfach so. Zurück zur Suppe, da sind wir jetzt bei den letzten Schritten angekommen. Und zwar geben wir jetzt die Sahne hinzu. Schalten. Huch! Och, ich vergesse das immer, bei der Bio-Sahne setzt sich immer so schön dieser Fettfilm ab. Geben jetzt auch die Petersilie hinein. Und dann ist die Suppe auch schon fertig. Eine schöne Gemüse-Champignon-Suppe. Auch hier könntet ihr pürieren, dann hättet ihr eine Champignon-Cremesuppe oder ihr lässt das stückig. Für
Für den Karottensalat geben wir etwas Öl hinein. Den Dill habe ich auch schon drin. Wie immer schön viel Zitronensaft. Etwas Sumak, das Essigbaumgewürz. Oder eben etwas Essig, Salz und Pfeffer. Während Miriam das hier macht, hat mein Mann das hier mitgebracht. Was ist das? Schokobaklava? Ja, Schoko. Ah, das habe ich aber noch nie gegessen, Schokobaklava. Letztes Jahr haben wir doch gegessen, oder? Aber ich weiß, ich glaube, ich habe es nicht gegessen. Aber das ist echt übertrieben, ne? Ja, Baklava ist schon so süß und dann auch noch Schokobaklava. Oh. Salam, da war es von der Bäckerei. Aleikum Salam. Die lieben dich alle. Komm, Ekmek da. Oh, süß. Ekmek da, der Gustav. Oh. Die von der Bäckerei, wo man immer die Fladenbrot holt. Wie heißt die Bäckerei? Nee, das ist ne? Mevlana, alte Mevlana, was in Neukölln war, die sind jetzt in Kreuzberg, Rangelstraße. Mm, ja. Das ist mit Sucuk hier, das ist mit Jumurta, überbacken. Das ist ja schon fast wie so eine Pizza. Sucuk und Käse, genau. Sucuk und Käse? Ja. Und mit Ei. Ja, das ist schon echt wie, fast wie so eine Pizza, riecht das. Fladenbrot mit Sucuk und Ei. Wow. Wo denn? Käse und Ei. Hier. Diese kleinen Streifen hier. Ja, riecht lecker. So, harte Kinder. Ey, das war aber ein Turbo-Dessert jetzt, Miriam. Das hast du richtig super schnell gemacht. Ja, siehst du gut, dass wir noch von der selbstgemachten Grütze noch was über hatten. Mmh. Ja, jetzt habe ich Appetit auf diese ungesunde Sache. Naja, der Quark und die Früchte obendrauf machen das Ganze ein bisschen nahrhafter. Oh, ich glaube, das reicht nicht. Naja, sag ich doch, du machst zu viel die ganze Zeit. Ja. Du hast keine gute Abschätzung. Dann ist das nimm von hier wieder was. Ich hab mir schon gedacht, du hast kein gutes Auge zum Abschätzen. Nimm von hier was weg. Hier hast du richtig viel raufgemacht. Gut, ist also später mache ich den Live-Taste-Test, wie Mediums Dessert geworden ist. Wir sind gespannt. Als letztes kommen noch die Waffeln. Das sieht ja süß aus. Sweet. Sehr schön. Tada. Tada. Hast du schön gemacht. Eins zu eins genauso nachmachen. Alle schwärmen gerade, ne? Ja. Ist richtig, richtig lecker. Ist richtig, richtig lecker. Ich mache immer irgendwas anders. Mal püriere ich die, mal mache ich irgendwas weniger rein, mal mache ich mehr. Aber diesmal diese Kombination mit das alles, was ich reingemacht habe. Zum Beispiel Lauch habe ich vorher auch nie reingemacht. Also mit dem Lauch und dem allen. Ja, ist fleischig. Sehr schön. Ist richtig lecker. Sahnig, cremig, deftig, würzig. Oh, mir reicht die Suppe. So schön. Der Salat auch sehr schön. Fresh. Super.
Alhamdulillah, das Essen war wieder mal sehr lecker. Reis habe ich ein bisschen zu viel gemacht. Der ist übrig geblieben. Was noch? Ein ganz kleiner Klecks nur vom Eintopf. Ansonsten, ja, probiere ich mal jetzt Miriams Dessert. Ich kenne das ja schon ein bisschen auf eine andere Weise. Da hatte sie so Erdbeeren noch dazwischen gemacht, gebröselte. Aber nun gut, so ein Nachtisch geht ja immer, wa? Hier nehmen wir mal von allen Schichten. Mhm. Der Quark hat es noch gerettet, dass es nicht so eine süße Bombe ist, ne? Ja, ich hab probiert. Ist nicht so süß, ne? Nee, aber ich fand, wo du das mit den Erdbeerenstücken dazwischen gemacht hast, lecker, leckerer. Hatten wir jetzt nicht. Naja, war jetzt spontan auf die Schnelle. Ich werde mich aber jetzt schon bei euch verabschieden. Wir werden jetzt noch den Abend ausklingen lassen bei einem schönen Tee. Ich verabschiede mich aber jetzt schon, denn ich muss mich mit meinem Tee noch hinsetzen und Buchhaltung machen. Mein Steuerberater hat vorhin noch angerufen, der braucht Unterlagen. Deswegen muss ich das heute noch fertig machen. Das am meisten, was ich nicht leiden kann, ist Papierkram. Könnt mir alles aufdrücken, aber Papierkram, Steuerkram, nicht meins. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an all eure lieben, lieben Kommentare. Ich habe vorhin ist ja wieder das neue Video online gegangen. Hier und da nur kurz mal rüber geschaut, noch nicht in Ruhe gelesen, aber ich habe schon ganz, ganz viele liebe Kommentare gesehen. Vielen lieben Dank dafür, auch wenn ich es nicht schaffe, jedem zu antworten. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr ja unseren Monat Ramadan mit uns verfolgt und uns begleitet. Das freut uns wirklich sehr. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim morgigen Vlog wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Playlist findet ihr hier auch von den anderen Ramadan-Tagen. Viel Spaß beim Anschauen und bis morgen.